Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Colony Survival. Ich werde es niemals in meinem Kopf kriegen, Castle Story, verdammt nochmal. Heilige Schande, so doof kann man doch nicht sein, oder? Naja, anscheinend schon. Aber okay, nichtsdestotrotz müssen wir unsere Verteidigung hier weiterbauen. Ihr habt ja gesehen, was hier für wahnsinnig starke Gegner kommen. Kümmert sich eigentlich gerade irgendjemand von euch ums Aufräumen, dass die Steine hier nicht verschwendet werden? Ich hoff's. Aber einer von euch muss auch reparieren, weil diese Steine hier müssen ganz schnell alle wieder dahin kommen, ne? Oh Mann, oder, ach so, die laufen jetzt unter dem Bautask. Okay. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig, muss ich zugeben. Steht dann Miau gerade im Weg? Kann es das sein? Und wo ist mein Bogenschütze hin? Ich hatte doch eigentlich noch einen Armbrustschützen mehr. Ach so, der steht jetzt halt hier. Interessanter Weg, wo du jetzt halt stehst. Oh Gott. Wir müssen das unbedingt vor den 5 Minuten hier jetzt halt retten. Ansonsten haben wir hier echt ein Problem, Leute. Wir sind gerade extremst angreifbar. Okay, jetzt ist wenigstens der Durchgang hier weg. Jetzt hoffe ich, dass der nächste Stein gleich hier hingetragen wird. Und dann haben wir das auch fürs Erste gerettet. Und hier müssen wir noch viel, viel mehr von diesen Brimstones. Kann ich da gleich 10 irgendwie in Auftrag geben? Also 3, 4, 5, 6. Hat das funktioniert? Nö. Funktioniert irgendwie immer nur das Auswählen davon. So. Damit dürfte das jetzt halt hier reichen. Zumindest, dass wir so lange wie möglich hier überleben. Was bauen wir hier? Brauchen wir nochmal neues Equipment? Ein neuer Bogenschütze wäre vielleicht wirklich wieder nice. Ein Bogenschütze mehr und ich baue schon mal ein Ritterkit mehr, auch wenn ich irgendwie nicht so angetan bin von den Rittern. Alchemisten-Kit geht halt nicht, weil das braucht halt eine Bombe, braucht halt 3 Glas-Ingots und 30 Brimstone. Das ist es halt in 100 Jahren nicht wert. Das ist es in 100.000 Jahren nicht wert. Die Bomben sind stark, aber nicht so viele Ressourcen wert. So, hier ist wieder alles gebaut. Miau, warum rennst du ganz außen? Ja. Darfst du, es ist mir egal. Lauf ganz außen rum, wenn du das möchtest. Gregory spielt hier Living Ward im Endeffekt. Aber die Auren sind ganz gut verteilt. Also wir haben hier wirklich, man sieht es ganz leicht. Ich hoffe, die Qualität von dem Video ist, wenn ihr es hochstellt, genug. Hier dieser grüne Schimmer, den ihr hier seht, der ist für die Heilung zuständig. Und der umfasst jetzt eigentlich den gesamten Bereich, in dem ich immer kämpfe. Das ist ganz gut. Dann muss ich hier schon wieder Aufträge geben. Ja, hier geht es dann schon mal weiter. Hier kommt dann einer hin. Und, na gut, davon kann ich noch keinen neuen platzieren. Da kommt es immer fleißig auf euch an, dass ihr das schnell genug hier macht, meine kleinen Minions. Michael arbeitet da gut weiter. Die Rüstung von dem Knight ist auch schon fast fertig. Das heißt, da machen wir auch riesige Fortschritte. Nur Eisenbarren, da hapert es gerade ein kleines bisschen. Aber es liegt auch eher daran, weil keiner zum Arbeiten dazu kommt. Oh, genau wo ich sage, kommt einer von denen tatsächlich das erste Mal wieder seit langem zum Arbeiten. Und ich glaube, Binovur wird jetzt halt hier mal als Knight engagiert. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Ritter mehr, die ein bisschen den Schaden wegtanken können von dem Ganzen hier. Die Helbardiere baue ich momentan eigentlich gar nicht, weil von denen war ich echt nicht begeistert das letzte Mal, wo wir die hatten. Ich fand die wirklich sogar, ich würde sagen, ich fand sie sogar richtig, richtig schwach. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, ist so eine Beer Trap, ob wir die öfters hernehmen können. Weil wenn die wiederverwendbar ist, dann können wir drüber reden. Aber mir fehlt doch noch eins dieser Gebäude, oder? Wo ich dann die Helbardiere bauen würde. Also nicht, dass ich sie unbedingt brauche, aber 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4. 1. Workbench. Ich glaube, eine ganz normale Workbench fehlt uns hier, oder? Ich glaube wirklich, dass genau das uns hier fehlt. Ansonsten haben wir halt 2 davon, aber das kostet nur ein bisschen Bretter. Und wenn ihr euch das da anschaut, wir haben genug Bretter für lange, lange Zeit. Positioniert euch bitte wieder richtig, dann das gehört weiter produziert, aber uns geht gerade auch das Eisen ja logisch. Na, wir haben sogar noch 2 auf Lager. Wieso baut ihr das letzte Ding hier gerade nicht? Keiner von euch ist, fühlt sich gerade dazu zugetan. Hallo? Gerade übelst das Lag. Marci, du könntest hier mal ganz kurz den nächsten hinbauen. Ah, das sieht gar nicht so uneinnehmbar aus. Also wenn ich Angreifer wäre, dann würde ich ganz viele Bogenschützen nehmen und einfach versuchen, der Reihe nach die Leute hier zu töten. Oder mich so positionieren, dass kaum die Bogenschützen angreifen können. Also hier meine Armee positionieren und erstmal die beiden Bogenschützen da weghauen oder so.
Vielleicht würde ich das so angehen als Gegner. Gut, dass die keine allzu große KI haben. Ansonsten wäre das Spiel um einiges schwieriger. Kann ich jetzt gleich hier zwei neue in den Auftrag geben? Also eins dahin, genau. Dankeschön. Und die anderen beiden hierhin. Und Binovör, du darfst dich dann mal wieder hierhin begnügen und den Leuten ein wenig Unterstützung geben. Was ich vielleicht machen sollte, noch einen Heilkristall herstellen und den hier hinstellen, dass wenn ich mich mit einem meiner Soldaten zurückziehe, der sich hier hinten heilen kann. Das wäre wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee. Brimstone haben wir ja genug, das einzige Problem momentan ist, wie immer, Eisen. Aber wir haben echt viele Tower momentan, also ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der nächsten Welle auf alle Fälle, dass mir da keiner sterben könnte, außer jetzt kommen zwei von den Großen. Ich glaube, dann ist es nämlich vorbei. Dann ist es vorbei und gute Nacht. Binovör, Nugget, kleiner Nugget. Mercy, wo willst du gerade wieder hin? Ich weiß gerade nicht, was Mercy machen will. Ach, es sind beide schon positioniert. Wow, das ging jetzt aber schnell, Leute. Geben wir hier gleich nochmal zwei in Auftrag. Und oh mein Gott, was kommt alles auf uns zu? 7 kleine, 11 Bogenschützen und ein großer. Boah, wie viele wir schon getötet haben. Also hier stehen ja unsere Statistiken. Und wir haben uns wirklich gut gehalten, das muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr gut gehalten sogar. Und ich habe Schluck auf. Boah, wie die Artillerie hier feuert. Binovör rückt als erster hier gleich mal volle Kanne vor. Das halte ich jetzt tatsächlich sogar für ein bisschen riskant. Okay. Hier, Git, kümmert euch um die Kleinen. Kümmert euch um den Großen. Kümmert euch um den Großen. Nein! Der fokussiert sich halt wirklich nur auf die Wände. Ey, wie schnell der die kaputt macht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber die Welle war gut. 15, die Resistance. Ich habe ein Achievement bekommen, weil ich es bis Welle 15 geschafft habe. Oder gerade Welle 15 geschafft habe. Yay! Achievement. Haben wir schon wieder genug Energie für den neuen? Fast. Wenn ihr euch das anschaut, wir haben fast genug Energie für den neuen. Das heißt, wenn die ganze Energie von denen hier angekommen ist, können wir uns nochmal einen leisten. Und ich glaube, den lasse ich nochmal so einen Armbrustschützen werden. Ich finde diese Dinger echt nice. Ich mag Armbrustschützen mehr als Bogenschützen. Na logisch, sind auch ein bisschen stärker. Und naja, in echt ist es ja auch so, dass eine Armbrust viel leichter ist als ein Bogen. Also nicht gewichtstechnisch, sondern zu bedienen. Das ist einfach nur schön gerade schießen und beim Bogen musst du so viel einplanen. So. Das dahin, das dahin. Gut so. Wie viele von denen haben wir noch? Die sind gerade fleißig hier am Bauen. Von den ganzen roten Dingern hier. Und ja, noch haben wir davon genug. Wenn wir hier oben alles voll haben mit roten Dingern, dann müssen wir uns langsam Gedanken machen, wie wir das Ganze hier erweitern. Gregory, ich glaube, ich ziehe dich mal um, weil dann bauen wir wirklich hier oben alles voll. Dann sieht das hier aber immer noch gut aus. Ah, das ist noch in Auftrag. Es ist gerade nur kein Star. Ja gut, dann lassen wir das erstmal kurz. Und die Workbench interessiert momentan irgendwie auch niemanden, aber das kann ich irgendwie verstehen. Oh, wir haben den nächsten, Leute. Torp! Viele Grüße ans Team. Willkommen, Torp. Und du equippst dann gleich mal hier das Equipment und wirst ein weiterer wertvoller Armbrustschütze. Und irgendjemand von euch sollte mal das Reparieren hiervon, von der Wand, hier ein bisschen priorisieren, weil ansonsten rennen die uns die Dächer ein, Leute. Die rennen uns hier die Base gleich ein. Torp, du stellst dich bitte mal dabei da hinten hin. Oh, Nugget, Delta, hör mal auf, hier diese Dinge neu zu bauen. Moment, kann man das abbrechen hier? Ich würde gerne... Neuer Taskbild. Das auswählen. Hier alles langsam wegmachen. Das ist langsam nur noch Kosten
intensiv. Vielleicht lassen wir das und das mal da. So eine ganz eine kleine Verteidigung noch. Aber das muss halt jede Welle neu repariert werden. Das ist extremst teuer. Und Holz haben wir halt nur begrenzt. Alles andere haben wir in der Theorie unbegrenzt. Also Steine zumindest haben wir jetzt halt unbegrenzt. Zwar wenige, aber unbegrenzt. Und deswegen würde ich das wenn dann hier aus Steinen dann später mal bauen. Weiß jemand von euch, ob das jetzt halt hier eigentlich stackt, diese Ressourcen? Ich glaube nämlich leider nicht. Okay, und du solltest bitte das hier mal priorisieren. Hier, dieser Stein da, genau, den du da gerade trägst. Das ist ein tragender Stein. Wenn wir diesen Stein hier auf Dauer nicht hätten, wären wir tot. Miau dahin und Torb, kuschelt mal ein bisschen hier. Wir brauchen mehr Platz für Bogenschützen. Wie sieht's hier aus? Alle Aufträge ausgeführt? Ja, erfolgreich alle Aufträge ausgeführt. Das bedeutet hier die nächsten beiden Brimstones rein. Und wir haben einen grünen Kristall, der dieses Mal irgendwie nicht in der Reichweite davon ist. Wieso habe ich hier gerade einen Cleaning Task ausgewählt? Will ich gar nicht. Ich möchte hier den Bild... Was klicke ich denn? Da! Hier drauf. Und einen Healing Stone, den wir dann genau hier hinbauen. Dann haben wir nämlich hier hinten wirklich für die Soldaten, die sich kurz erholen müssen, noch eine verbesserte Regeneration, weil die Regeneration hiervon hört genau da hinten auf. Und so kriegen wir das hier alles noch in dem Bereich. Steine haben wir gerade auch wieder so im Überfluss, dass ich echt langsam nachdenken könnte, eine zweite Mauerline aufzubauen. Vielleicht sollten wir das vor allem hier hinten langsam mal in Angriff nehmen. Hier langsam mal zwei Ebenen nach oben. Wenn wir diese ersten beiden Ebenen nämlich haben, dann haben wir einen riesigen Vorteil, weil da müssten sie zwei Steine kaputt machen, dass sie durchlaufen können. Und deswegen das Ganze parallel auch auf der anderen Seite. Oder ich mache es hier wirklich aus Holz, weil im Endeffekt blocken wird es die Gegner ja trotzdem. Ich glaube, mein Nachbar verschiebt gerade Möbel. So, Biene Wör dahin, Nugget und Git. Alle dahin. Und macht euch bereit. Macht euch bereit. Bald geht's los. Can't reach my destination. Wo willst du hin? Eigentlich solltest du alles erreichen können. Oh, wir bauen keine Sentinel Wards mehr. Wie viele brauchen wir denn noch? 1, 2, 3. Na, es gibt nicht genug. Man kann nicht genug davon haben. Wenn ich zu viele in Anführungsstrichen habe, dann lasse ich mir was einfallen, wo ich die hin positionieren kann. Aber ich glaube nicht, dass es das Wort zu viele in diesem Kontext gibt. Sag mal, könnten die Gegner nicht hier hochhüpfen und dann da angreifen? Git, kommst du an der Stelle hier hoch? Das würde mich jetzt gerade echt interessieren. Okay, er kommt nicht hoch. Boah, wenn wir das aber eben machen würden, glaube ich, könnte er dort hochspringen. Das ist gar nicht gut. Und gut, dass die Gegner nichts bauen. Stell dir mal vor, die würden mit so einem Stein dahin kommen, hier einen Stein hinlegen und dann einfach hochklettern. Das wäre irgendwie aber auch witzig. Witzig, aber schwer. Bogenschüsse habt ihr alle. Das sieht irgendwie voll cool aus, dass da wirklich auf solche Details wie die Pfeile geachtet wurden. Dass sie die auch haben. Und dass die halt unterschiedlich aussehen. Wobei, ich glaube, das ist dasselbe Modell. Ah. Ich glaube wirklich, das ist dasselbe Modell. Nur, dass die hier im Köcher rausgezogen sind. Und die Pfeile sind in dem Köcher einfach weiter reingesteckt, sodass sie halt mehr in den Köcher reingehen. Aber ansonsten behaupte ich, ist es dasselbe Modell von den Dingern. Ja, ja. Schlau genutzt ihre Ressourcen. Oh je, oh je, oh je. Ich habe Angst vor der nächsten Welle, Leute. Ich habe wirklich Angst davor. Vor allem haben wir so wenige Mitarbeiter. Ich brauche mehr Leute. Ich sollte noch ein Bogenschützen-Kit in der Zeit mal vorbereiten. Auch wenn ich mal Zeit habe hier wieder. Oh, wir können eine dieser Fallen mal probieren zu bauen. Build, Structure, Bärenfalle. Oh, der... Wow, ich baue es weg und mein Cleaning, mein Repair-Task baut die Sachen, die ich da oben weggebaut habe, wieder hin. Das ist ja mal traurig. Wow. Das hätte mir früher auffallen müssen, aber bitte macht das jetzt halt nicht, während die Gegnerwelle hier spawnt. Da könnt ihr ruhig noch kurz warten, bis wir diese Welle besiegt haben, liebe Gegner. Vor allem mit der Bärenfalle. Oh, keine Anspannung, Leute. Ganz ruhig. Es sind nicht viele. Es sind nur Massen von Gegnern. Oh mein Gott. Autsch. Phobos, du wirst das schon überleben. Heul nicht so rum, sind nur ein paar Bogenschüsse.
Meine Artillerie funktioniert zum Glück richtig gut. Ey, ich muss euch beide von eurem Modus hier auf aggressiv umschalten. Ansonsten bewegen sich die ja nie. Nein, 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 nein. Binovar, beweg dich. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ab in den Heilkreis hinten. Für dich ist diese Kampfrunde gelaufen. Da passiert nichts mehr. Nein, mein armer Arbeiter. Weg. Wow, wir haben es tatsächlich ohne Toten geschafft. Wir haben die Welle jetzt aber allgemein sehr, sehr gut hingebracht. Die Artillerietürme da sind echt nützlich. Nun gut, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr kennt das Spiel. Like, Abo dalassen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Minions-verrückten Spiel. Bis dann, tschüss.